Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel Mechabellum. Wir machen heute wieder einen Backseater in Danger, ein BID. Und heute habe ich ein Replay von Toondeal. Das MA ist so circa 2150 und dann gehen wir mal rein. Ich bin ja auch so ein bisschen in der Erfindungsphase, damit ich das hinkriege, ja, wie ich es am besten umsetze. Und ich merke, ich vergesse hier und da mal gerne was, ja, was zu machen, zu stoppen oder was auch immer. Das ist ein bisschen viel auf einmal manchmal. Naja, egal. Konzentrieren wir uns aufs Spiel jetzt. Ich hatte die ersten beiden Runden schon mal selber gespielt, hatte aber einen Fehler gemacht bei der Aufnahme, deswegen mache ich es gerade mal neu. Aber ich werde aber wieder genau das gleiche machen, das muss ich mir einfach glauben. So, noch erstmal meine Sicht. So, ich will mal Toondeal. Ich hatte hier Crawler geaddet. Machen wir es einfach mal. Also Runde 1 und 2 werde ich von mir das gleiche nochmal spielen. Toondeal, Runde 2 kenne ich noch gar nicht. Und ab Runde 3 hoffe ich dann, dass ich das flüssig durchkriege und nicht nochmal resetten muss, meine Aufnahme. Genau, hier fehlt irgendwie das Raster komplett, ne, in dem Modus, warum auch immer. So. Ich glaube, ich habe das so gespielt. Die 1 nach hinten, das kommt mir recht bekannt vor, aber alle vor den Tower. Da ich nicht weiß, ob offensiv, defensiv oder komplett defensiv aufstellt, einfach mal mittig, dass eine Standardaufstellung dagegen ganz gut funktioniert, also ganz gut gegen eine Standardaufstellung funktionieren sollte. So mein Gedanke. Und dann gucken wir mal, wie gut das hier klappt. Ich meine, die habe ich asymmetrisch aufgestellt. Das geht ja gar nicht. So, let's go. Da fehlen gefühlt ein paar Crawler. Aber scheiße sind alle da. Gut, ich renne halt rein, ne? Hätte ich nochmal Late Fangs drin. Die können recht stark sein. Also, beziehungsweise nicht schlecht, weil sie nochmal hier die Stormcaller eine paar Schüsse beschützen, ne? Wie man sieht. Aber es scheint zu klappen. Beim letzten Mal hat es zumindest geklappt. Ich hoffe mal, es klappt jetzt wieder. Genau, es klappt wieder. Hier stirbt wahrscheinlich ein bisschen was. Und dann dokumentieren wir mal den Schaden. Bisschen weniger als vom letzten Mal, aber hey. So, jetzt schauen wir uns Toondeals Herangehensweise an für Runde 1. Wir skippen das mal, ist alles gleich. Path Deployment machen wir auch mal kurz an, damit das Video nicht so lang wird. Und wir wissen ja auch schon, was der Gegner macht. Ne? Die fängt hier hinten hin, einen vorne. Roller geaddet. Toondeal macht eigentlich relativ viel ähnlich wie ich. Er stellt die Crawler aber vertikal auf, was meiner Meinung nach gegen Stormcaller schlechter ist, weil die Schüsse auf die ersten Crawler, die hinteren dann treffen, was bei einer horizontalen Aufstellung nicht der Fall ist. Stellt die Panzer auch relativ nah hier dran, das heißt, die Chance, dass die Kollateralschaden durch Schüsse auf die Crawler kriegen, gerade bei der vertikalen Aufstellung, ist ein bisschen höher. Und das könnten wir jetzt auch gleich hier sehen, dass hier vielleicht ein paar paar Slasher mal direkt drauf gehen, was auch tun. Nichtsdestotrotz sieht das jetzt hier links irgendwie gut aus, rechts weniger gut. Wenn er Pech hat, sterben jetzt hier alle Einheiten, tun sie auch. Drei Stormcaller überleben. Das scheint konsistent zu sein. Wir machen es ein bisschen schneller gerade, weil jetzt hier rüberlaufen noch. Ne? Die beiden Sledgehammer sind fast tot. Ja. Und da kommt nichts mehr an, vermutlich. So, jetzt ist meine zweite Runde dran. Hier hatte ich auch noch gespielt. Ich spiele jetzt exakt so wie eben. Ich habe hier geskippt. Moment, erstmal übernehmen. Aufnahme läuft, ist gut. Wir skippen. Ich habe einen Crawler geholt, habe einen Phönix geholt und den Beacon. Oftmals spiele ich aber zwei Phönixe. Hier dachte ich mir, ich mache es mal anders. Und eigentlich in der ersten Runde, wo man es macht, kann man auch einfach ruig alle Crawler mitnehmen, weil ist noch keine Gefahr, dass ein Satellit kommt. Ansonsten gleich immer die ersten Crawler nach vorne rennen, weil dann geht das Satellit auf die ersten Crawler.
Und in dem Moment des Einschlags sind schon ein bisschen weggerannt und dann werden weniger Crawler hinten erledigt. Würden eh, glaube ich, die hinteren drei Crawler sowieso überleben, aber so überleben noch mehr Crawler, wenn man die weglaufen lässt, die vorderen. Gut, dann gehen wir rein. Er hat was Ähnliches gemacht und er hat auch. Hat er einen Crawler geaddet? Ne, er hat Fangs geaddet, Fangs geaddet und einen Phoenix. Okay, jetzt gucken wir, ob das hier wieder so gut läuft wie bei meinem letzten Versuch, ob ich das verdödelt habe. Ich muss auch gleich nochmal nachgucken, wie viel Schaden Tungdil erlitten hat. Das habe ich jetzt nämlich gar nicht dokumentiert, aber das kann ich noch nachgucken, kein Problem. Beim letzten Mal lief es besser, als ich es gemacht habe. Da hatte ich hier die Fangs alle ausgelöscht und dadurch die zweite Runde gewonnen. Das kriege ich aber jetzt hier gerade nicht wieder erzeugt quasi. Muss ich halt mit leben, ne? Ich werde hier verlieren wieder. Das ärgert mich gerade ein bisschen, muss ich gestehen. Aber ist halt so, also ich hätte das, man kann das hinkriegen, dass man die Runde gewinnt, aber geht um Nuancen, ist halt ein bisschen Pech. Dass ich irgendwie den Beacon, ich weiß aber nicht mehr, wie ich es gemacht habe, habe auch die Aufnahme schon gelöscht, kann es gar nicht nachgucken. Ist wie es, ich habe sie gar nicht aufgenommen, worum war es. Ja, wurscht. So, auf jeden Fall fertig, 385 Schaden bekommen. Ich meine 386, ich muss noch eins hinzu addieren. Hier übrigens nochmal der Zwischenstand der ersten Runde. Ich hatte gewonnen leicht, er hatte leicht verloren. Und jetzt mal die zweite Runde noch aus seiner Sicht. So, und los geht's. Sein Gegner pickt Extended Range, habe ich eben gar nicht gesehen. Das pickt Tungdil. Ist natürlich auch eigentlich ein Long-Term Investment. Wobei es ihm in der Runde wahrscheinlich auch was gebracht hat, ehrlicherweise. Tungdil hat es hier geskippt, macht auch den Crawler hier vorne, okay. Macht einen Crawler hinten. Schaltet den Vulcan frei. Er ist ja auch Giant SPC. Ja gut, damit würde die Runde auf jeden Fall hart verlieren. Aber es ist halt eher so eine Long-Term-Geschichte. Ne? Also es könnte sein, dass er jetzt hier die Runde gewinnt mit 200 Schaden, die er kriegt. Ich habe ja auch verloren im Endeffekt, weil ich es nicht rekonstruiert bekommen habe. Aber ist auch wurscht. Also ich meine, er wusste ja auch nicht, dass die Phoenix kommen, also man kann das schon mal riskieren, Runde 2 noch keine Luftabwehr zu haben. Das ist eigentlich schon relativ Standard, dass man gerne am Anfang ein bisschen mehr hat. Erstmal halt auch zu gucken, was der Gegner macht. Und es klappt jetzt für ihn hier eigentlich auch relativ gut. Vermutlich werden hier noch ein paar Stormcaller überleben auch. Der wird wahrscheinlich nichts mehr sterben jetzt bei seinem Gegner. Oder? Doch, ein Stormcaller noch. Ich denke, die werden nicht mehr ankommen. Machen es gerade ein bisschen schneller. Okay, packt einfach mal rum. Der Play-Button hier ist so eine Sache, der ist nicht ganz hundertprozentig okay. So, und in der zweiten Runde hat es irgendwie besser abgeschnitten als ich. Weil er nur 3 Schaden bekommen, ich habe ein bisschen mehr bekommen. Ist ja auch egal, es geht. Die ersten Runden sind nicht entscheidend. Gehen wir rein in Runde 3 aus meiner Sicht. Und dann übernehmen wir die Kontrolle von Tungdil in Runde 3. Gegner hat Air Unit. Das heißt, wir können jetzt hier, wir haben jetzt gar nicht in Phoenix investiert. Das heißt, wir können jetzt in Marksman investieren. Die Level 3 Marksman sind ein bisschen übertrieben vielleicht. Sind aber gegen alles außer gegen die Mustangs hier auch recht gut. Ich glaube, die Mustangs selber haben wollen wir hier nicht unbedingt. Wenn sein Gegner im Westen investiert, macht er sich auf Dauer damit angreifbar, hätte ich gesagt. Für den Norden machen die Mustangs schon eher Sinn, ne? Weil er noch keinen Chuff Clear hat, dann könnte man so als Leute Chuff Clear schon spielen. Tungdil will ja auch auf Vulcans gehen, die hat er freigeschaltet.
würde ich einfach mal hier platzieren. Muss mich beeilen. Verdammt, ich bin schon wieder viel zu langsam. Hallo? Ja, ich muss aber schneller werden bei dem Quatsch hier. Okay, so wollte ich es nicht haben. Biegen habe ich auch vergessen. Oh, ich bin schon wieder viel zu langsam. Hilfe! Die hier vorne natürlich wieder ein Biegen haben müssen. Aber es geht wahrscheinlich auch so irgendwie halbwegs. Gegner hat sich einen Vulcan gekauft und ich glaube einen Saber-Tooth verkauft. Oder es waren glaube ich drei. Waren das drei Stück? Vielleicht doch nicht. Okay. Das ist echt ein großes Problem, was ich hier in dem Format habe. Ich muss echt einfach gucken, dass ich meine Turns durchkriege rechtzeitig. Gefühlt bin ich immer viel zu langsam dann. Als ob ich weniger Zeit hätte. Ist vielleicht so, dass die Zeit schon abläuft? Eigentlich nicht, ne? Ich glaube, ich versuche mir das gerade zurechtzureden. Mal speeden hier ein bisschen. Ist halt die Frage, ob ich den Vulcan noch down kriege. Also ist nope. Doch, kriege ich, okay. Also ich kriege 350 Schaden. So, jetzt gehen wir rein in Tang Deals Runde 3. Und schauen uns die mal an. Er entscheidet sich für die Sabertooth. Okay. Dementsprechend muss er selber Marksman adden, was er auch macht. Und er geht direkt auf die Raketenabwehr. Okay. Verkauft aber einen. Ne, was hat er verkauft? Gar nichts, sein Gegner hat es verkauft. Okay, alles gut. Er hat einen Sabertooth verkauft. Ja, macht Sinn. Ja, stimmt, Raketenabwehr kann man natürlich auch spielen. Das könnte sogar recht gut laufen hier für Tung Deal. Weil man investiert 200 und macht dem Gegner Missiles ein bisschen weniger schmackhaft, was er eigentlich und Stormcaller sind im Standard gegen Standard gar nicht so schlecht, also sehr gut. Nicht gar nicht so schlecht, sondern sehr gut. Ach, er hatte gar keinen Beacon, die Beacon habe ich nur selber ausgegeben, gell? Ja, ich sage, die Verwirrung kickt rein. Ich gebe selber Sachen aus, die Tung Deal nicht ausgibt und dann denke ich, ich habe sie und habe sie nicht. Das ist halt, das ist aber der Modus, damit muss ich klarkommen. Auch schon ein bisschen auf die Upgrades gucken, er hat zum Beispiel hier gar keinen EMS drauf. Was ja später noch interessant sein könnte, gerade gegen Vulcans. Aber man sieht hier, die Missile-Abwehr performt sehr gut. Das wird er wohl gewinnen, die Runde. Also war die bessere Wahl, das so zu machen, vermeintlich. Aber gut, nicht den Tag vor dem Abend loben. Aber es sieht gut aus für ihn, er doch gewinnt er. Die beiden Phönixe sterben jetzt und damit hat er die Runde gewonnen. Ja, hier offensichtlich die bessere Wahl von ihm. Das Gute ist, in der nächsten Runde habe ich die Dinge auch. Perfekt. So, damit haben wir einen neuen Zwischenstand. Tungi hat jetzt die Runde gewonnen, damit ist er klar vorne, ne? Und, war kurz verwirrt wegen dem Elitum Schaden, dass es der gleiche ist wie, aber nee, es passt alles. Und dann gucken wir, wie ich die Runde 4 so hinbekomme. So, Runde 4. Ich übernehme als Tung Deal. Reichweite, nahen Repair Kit. Gegner hat einen. Okay. Sehr viele gute Sachen dabei. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, muss ich hier auf Vulcans gehen? Ist das schon der aktuelle Patch, wo die schneller schießen? Das ist schon der aktuelle Patch, wo die schneller schießen. Ich muss nur die Runde gewinnen. Hier links fehlt mir ein bisschen Damage, hätte ich gesagt.
Wobei, ich habe den Sabertooth da. Ja, Entscheidungen müssen getroffen werden. Ich gehe mal hier auf Arclight. Ich sehe eh nur für eine Runde. Können wir mal angehen, die Geschichte. Ich glaube, dass die sogar gar nicht mal so schlecht sind. Und dann adden wir nochmal bei Sabertooth. Ich würde die gerne tauschen, wenn ich drüber nachdenke. Scheint es aber fast egal. Okay, so sieht's aus. Der kriegt noch ein Upgrade. Let's go. Langsam ist mein Schaff vielleicht auch ein bisschen wenig. Oder geht es hier auf den Sabertooth? Habe ich nicht nachgedacht. Schlecht gemacht. Punkt. Okay. Ja, die Runde wird er mit Sicherheit besser abgeschnitten haben als ich. Ich gehe komplett unter. Wow. Ich muss auf jeden Fall mehr in Luftabwehr investieren. Wobei es geht eigentlich. Brauche mehr Schaff vor allen Dingen. Okay, das war nicht gut gespielt von mir offensichtlich für die Runde. Okay. So, dann gehen wir rein in Runde 4 von Tungdil und schauen uns an, wie er es gemacht hat. Mit Sicherheit besser. Mal schauen, was die Leute an Karten hier wählen. Das hat, glaube ich, den Gegner gepickt, ne? Hab schon vergessen. Wir werden es gleich sehen. Tungdil nimmt auch die Reichweite. Ich vermute mal, dass er auf Vulcans gehen wird. Fängt es an, die Arclight. Ne, die Sledgehammer verkauft er zuerst, okay. Was halt bei mir ein riesen Fail war, dass ich hier den. Der Sabertooth war zu weit vorne, wurde direkt von den Phönixen gekillt. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich die Runde durchaus gewinnen können. Das war ein Flüchtigkeitsfehler. Der war zu weit vorne. Okay, also zweiter Sabertooth wird geätzt, vierter Sabertooth wird geätzt, warum? Man muss dann auch sagen, Sabertooth sind eigentlich generell auch eine sehr starke Damage-Stil-Einheit. Das einzige Problem sind halt die Phönixe. Die addresst er aktuell mit zwei Marks, mit denen hier halt auch gelevelt. Was auch Sinn macht, weil er dann die Phönixe Level 2 auch one-shottet. Hier hat er nochmal Chuff hingestellt. Ich glaube, jetzt habe ich alles gecovert, was passiert ist. Auf Tungdils Seite. Er investiert ja auch gar nicht in Beacon. Das macht er wahrscheinlich dann, wenn er mal 100 über hat. Nachvollziehbar. Ist der Vulcan hier auf dem Sabertooth, der Sabertooth aber auch und damit ist es wieder okay. Wobei der Sabertooth zuerst stirbt, ist nicht optimal für ihn gelaufen. Ja, die Phönix sind halt aktuell sehr stark, muss man sagen, ne? Sieht ähnlich schlecht aus wie bei mir. So, die Zusammenfassung von Runde 4, da war ich jetzt ein Ticken besser. Aber ich glaube, dass Tungli auch ein bisschen mehr in die Zukunft investiert hat und da war es wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Also, war mit Sicherheit gar nicht so schlecht, was er gemacht hat, aber ja, hat, ich meine, es sind minimale Unterschiede, also relativ even. So, jetzt gehe ich rein in Runde 5 und übernehme als Tungli. Ich nehme den Lightning Storm. Ich hatte mir überlegt, ob ich das wieder lassen soll, weil es zu, aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube auch, dass er den nimmt hier. Ich glaube, da brauche ich gar nicht großartig nachgucken. Da wird es zu strong. Okay, dann verfolgen wir das Konzept mal und verkaufen wir weiter die Panzer. Ich würde normalerweise überlegen, ob ich mir die Panzer verkaufe. Ich erkläre auch mal, warum ich das tue. Ich mag es nicht so gern, die Panzer zu verkaufen, weil wenn es Gegner
zum Beispiel Melting Point spielt, sind gerade da, sind Panzer sehr hilfreich. Ich erwarte aber die Melting Points nicht irgendwie in der Runde schon. Aber er wird wahrscheinlich kein Melting Point spielen, wenn er Phoenix hat. Ah, ist die Frage, ne? Sehr spekulativ alles hier. So, ich glaube, ich würde für die Runde einfach nochmal zwei Sabertooths. Nee, würde ich nicht. Ein Sabertooth würde ich adden. Geht eher darum, die Seite zu gewinnen. Ich setze noch ein bisschen weiter hinter, weil ich habe schon gelernt, dass es ein Problem werden könnte sonst. Die Frage ist, gebe ich denen hier Reichweite? Ich glaube nicht, das ist ein Fehler, denen Reichweite. Gebe ich mal einfach das generelle Upgrade hier. Und den Beacon hätte ich noch adden können, aber ich bin jetzt langsam gewesen in Summe. Ja, der Gegner hat auch hier erwartet den Storm und dementsprechend geschildert. Schild geht down. Und generell sehr viel geht down. Der Sabertooth, der extra Sabertooth macht einen guten Job. Das Problem sind halt die Phönixe nach wie vor. Der Marksman hier drüben lebt noch, was wichtig ist, weil das könnte darüber entscheiden, ob man die Runde gewinnen kann als Tungdeal oder nicht. Jetzt dürfte auch die Phönixe switchen. Die jetzt mittlerweile auch eine höhere Reichweite haben, weil sie Reichweite ausgegeben haben. Das heißt wahrscheinlich auch ein Ding, was man hier machen sollte. Den Marksman Reichweite geben nächste Runde. Sollte trotzdem an Tungdeal gehen die Runde, auch wenn es noch viel sterben wird aufgrund der Phönix. Also viel wird es gar nicht. Der eine Sabertooth eventuell gerade so noch. Ja. Okay, aber das war jetzt eine ganz okay Runde für mich auf jeden Fall. 1054 Schaden. Sorry, hab gerade unterbrochen. So, und jetzt gehen wir rein in Runde 5 als Tungdeal. Mal gespannt, ob er auch den Storm pickt. Bin ich natürlich dann unfair ein Vorteil. Ich finde generell Storm gegen Phoenix-Player immer so strong. Auch wenn man natürlich viel Geld investiert in eine einzelne Runde, er macht es nicht, okay. Also wenn er jetzt die Runde härter gewinnt als ich, dann hat er was richtig gut gemacht. er spielt seinen Giant SPC aus, hatte ich schon wieder ganz vergessen, okay. Ja, okay, also hier kommt Fort Anti-Air auf Dauer. Nicht auf Dauer, sogar schon jetzt. Okay, gefällt mir Gedanke. Und nochmal mehr Schaff. Das Ding ist halt, sein Gegner hat jetzt hier Extended Range Phönixe. Das heißt, auf Dauer hat er sogar die Chance, die Fortress zu outrange sie jetzt schon mit 180. Aber mit Elite Marksman kann er wirklich so weit hinten stehen bleiben, dass die Fortress. Ich meine, die laufen meistens immer noch bis nach vorne. Ne? Das heißt, die kommen schon in die 170 Reichweite rein. Aber halt kombiniert damit, dass er Extend Range hat und dann Elite Marksman vielleicht noch, kann er wirklich vielleicht so weit hinten stehen, dass er die Fortress gekillt bekommt, bevor die überhaupt in Reichweite der Phoenix kommen. Das heißt, also für Phoenix Play ist es ein Traum-Szenario, hier Extend Range zu bekommen im Standard-Game. Von da bin ich mal gespannt. Dem Trailer hier die Reichweite nicht ausgegeben, weil es mit den Fortressen weitergeht. Ich muss mich jetzt auch auf das Szenario einstellen, damit spiele ich gleich weiter. Das heißt, ich werde nächste Runde vermutlich links auf jeden Fall auch mal mindestens ein Fortress spielen. Was ich mich bei sowas frage, ob es vielleicht aber schlau ist, hier Launcher Overload zu spielen. Einfach damit die weiter nach vorne laufen auch. Oder es ist doof, weil die dann schneller sterben. Das hat, glaube ich, alles dann für und wieder. Aber der Fortress hier wird noch super viel wertvoll werden, weil die Phoenix kommt hier nach und nach reingestrudelt quasi. Und dann hat er immer ein bisschen cooler, um seinen Skill wieder aufzuladen. Okay, aber was war es mit Debuff? Das ist nicht optimal. Nächstes Mal ist es aber ohne Debuff und der erstmalige Debuff auf den Gegner. Das heißt, Tungdeal wird das hier vermutlich gewinnen. Ja, es wird sehr knapp, aber
könnte reichen. Ja, es wird reichen, aber es gibt wahrscheinlich 100 Schaden. Ich glaube, der Forger stirbt noch, oder? Der stirbt noch, also 100 Schaden für Tungdil hier. Was uns zu einem neuen aktualisierten Zwischenstand bringt. Ich war hier deutlich besser, aber ich habe auch den Storm investiert. Das muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Naja, ab in Runde 6. So, also wir übernehmen. Und dann geht's los. Fortress Gameplay. Der Beam, der Beam, der Beam. Den Beam nehme ich jetzt mal nicht. Man kann jetzt überlegen, ob man die hier leveln möchte. Ich würde auf jeden Fall eher die Vulcans leveln als die Fortresse. Die Wespen könnten durchaus auch ekelhaft sein. Ich bin gar nicht sicher, wie gut die hier. Wobei der wird direkt die Anti-Airbrush draufgehen. Ich glaube, die Wespen kann ich ignorieren. Die Zeit kann ich aber nicht ignorieren. Den brauchen wir auf jeden Fall. Glaube, den will ich gar nicht leveln. Der levelt eh gleich. Leveln wir den hier mal. Ich würde auf jeden Fall hier nochmal Blade Chaff adden wollen. Beacon machen wir jetzt auch mal. Dafür haben wir ihn ja. Weil ich keine Zeit mehr mache, ich das Upgrade, was ich nicht machen würde normalerweise. Also ich überlebte aber vielleicht jetzt sogar. Boah, der Beam war richtig gut gesteuert. Wow. Wow, was ein Beam. Aus der Hölle. Ein Fortress lebt noch, was sehr wichtig ist. Es leben noch so viele Phönixe. Da würde mich echt wundern, wenn wir hier nicht Elite Marksman draufstehen. Er committet offensichtlich auch weiter in die Phönixe. Ja, der Debuff war gerade sehr wichtig. So, Runde verliere ich auf jeden Fall. So, jetzt sind wir bereit, die Runde zu sehen von Tungdil, und zwar die Runde 6. Ich hatte mich hier gegen den einen Blast entschieden fürs Intensive Training. Der Gegner hat sich für den einen Blast entschieden. Angie nimmt die Wespen. Ich hätte Intensive Training noch mehr, nevermind. Der Fortress, genau, selbe Stelle. Den levelt er auch. Holt einen weiteren Fortress, was tendenziell eine gute Idee war, weil der Gegner wirklich viele Phönixe geerdet hat. Der Wespenschwarm könnte hier wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht sein. Ich würde ihn defensiv setzen, glaube ich, an seiner Stelle. Habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie gut meine defensiven Fangs waren. Er setzt in die Flanke. Ich weiß nicht, ob das so stark ist, weil die Fangs hier mit drüber laufen. Aber mal gucken. Also zwei Fortress, den Wespenschwarm, den abgegradet. So viel mehr war ja nicht zu sehen bisher. Damit läuft das Schild hier natürlich ein bisschen ins Leere, weil er den Storm nicht genommen hat. Achso, nee, never mind. Der Storm war die Runde davor schon gewesen. Wahrscheinlich können wir hier auch einen recht guten Beam setzen, ne? Der Beam hier von seinem Gegner war super brutal. Ich glaube nicht, dass er so optimal gedacht war.
Aber es ist auch ein bisschen erfahrungswert, glaube ich. Wenn der Part schon, aber dass dann hier auch noch alles so perfekt reinläuft. Stimmt der Fortress sogar auch noch jetzt? Wow. Fast. Ja, nur fast ist ein wichtiger Punkt. Die Westen hier haben anscheinend einen ganz guten Job gemacht, wie man sieht. Und er kommt jetzt hier drüben durch. Ja, aber mehr auf die Forts Anti-Air zu gehen, war vielleicht hier der Move. Aber der Westen schauen eigentlich anscheinend auch. Wir gucken mal. Ich bin mal gespannt, ob sein Gegner jetzt gleich Melting Point spielt. Das wäre so ein bisschen meine Befürchtung. Ah ne, er hat mir gesagt, wahrscheinlich eher nicht, weil die Phoenix hat. Ja, ihr seht, ich bin noch ein bisschen am Schwimmen. Also eigentlich lief es hier ganz gut für Tungli, wenn man davon absieht, dass der Gegner halt den einen Blast so massiv oder einen Beam so gut eingesetzt hat. War das schon okay. So, neuer Zwischenstand. Die Runde ging an Tungli, hat weniger Schaden kassiert als ich. Aber aktuell leben beide Spieler noch. So kann ich euch sagen. Also sowohl wie ich gespielt habe, wie auch er gespielt hat. Mal gucken, wie es weitergeht. Es geht weiter in meiner Runde 7. Genau, es gibt einen Unit Drop. Da gehen wir mal rein. Firebatcher machen höchstens im Flanken sind, aber leider nur für seinen Gegner wirklich. Boah, der Unit Drop, den finde ich gerade schwierig. Man könnte argumentieren, dass die Typhoons vielleicht ganz gut sind. Ich glaube, Steelboards sind Mist, das ist Mist. Sandstorm, also Sandworm halte ich ja auch für nicht stark. Das Problem wird vermutlich sein, dass hier in der Flanke Firebatcher sein werden. Ich glaube, ich gehe auf die Ich muss mich aber schneller entscheiden. Ich hole Nummer 2 Fortresse. Setz die mal so dahin. Einfach weil ich auf den Firebatcher in der Flanke massiv rechne hier an der Stelle. Die sollen ruhig überholen. Also Kredit will ich hier noch nicht ausgeben. Gebe ich den Reichweite? Denke schon. Die Zeit ist wieder das Problem. Wir gucken mal. War Factory mit Anti-Missile zum Protecten. Okay, das Öl ist auch mega übel. I hate it. Also die Links. Okay, die, also ich hätte mit der Firebatcher-Flanke so ein bisschen gerechnet, die kam jetzt aber nicht. Und es sterben hier halt die ersten Fortresse. Also sind schon 2 gestorben, der dritte stirbt auch gleich. Gibt aber den einen Phoenix immer noch. Man muss die kleinen Siege feiern, wenn sie kommen. Ja. Okay, das war nicht gut, die Runde von mir. 2250 Schaden. So, nach meiner Tabelle bin ich jetzt eigentlich schon raus, weil ich zu viel Schaden kassiert habe. Ist egal, wir machen weiter. Bin gespannt, wie tun die das hier spielt. Sein Gegner hatte Sandworms geholt. Die ich gar nicht mehr für so mega stark halte. Und die holt die Firebatcher, ist spannend. Ah, ich hätte auch verkaufen können, jetzt ist ein Arclight verkauft. Ja, das habe ich ganz vergessen gehabt.
Investiert aber auch weiter in Fortresse mit Schilden. Okay, die Schilde sind in dem Fall sehr wertvoll für ihn, weil er das Öl nicht abbekommen wird. Was mich interessieren würde, ob er damit gerechnet hat zum Zeitpunkt. Er stellt die Fortress auch hier in die Flanke, das heißt, die helfen mir auch gegen Firebatcher, die möglicherweise kommen. Okay, der Gedanke, aber er gibt halt hier das Schild-Upgrade aus. Ich habe hier das Vulcan-Reichweiten-Upgrade ausgegeben. Und vermutlich hat er hier die bessere Wahl getroffen. Also offensichtlich, weil es wäre nämlich auch tot, glaube ich. Ich glaube, so weit lagen wir nicht auseinander. Wenn so eine katastrophale Runde hätte wie ich, dann wäre er auch einfach tot. Ja, das Feuer ist aber trotzdem ein Problem. Aber die Schilde helfen natürlich enorm. Ich glaube, meine Reichweite auf meinen Vulcans hat quasi gar nicht geholfen. Das war ein Riesenfehler. Das war wieder so ein Fall von einfach mal sinnlos Reichweite ausgegeben. Links gewinnt Tundil relativ hart. Rechts verliert er aber auch. Hielt aber noch den Vulcan immerhin. Was jetzt, glaube ich, nicht so mega entscheidend ist. Verliert seinen letzten Vulcan gleich auf jeden Fall. Also wird die Runde wahrscheinlich auch verlieren. Ich wüsste jetzt nicht, wie die Fortress die War Factory noch besiegen sollten, zumal die gleich noch den Dieber holen wird. Ja. Die Frage ist eigentlich nur noch, killen die Fortress oder der Fortress oder das Fortress. Die Fortress rum, die Festung, ne? Noch den Phönix und was Nob. Die War Factory weiß zu verhindern. Natürlich deutlich weniger Schaden als bei mir. So, neuer Zwischenstand. Ja, ich liege meilenweit zurück, weil ich einfach schon tot bin. Ne? Standard, ich habe 5000 AP verloren, also 5128. Und hat eine 5000 AP. Also ich wäre jetzt tot quasi. Tundel ist noch drin mit 1452 AP. Aber ja, mal gucken, wie es weitergeht. Und ich übernehme jetzt hier in der finalen Runde. Und ich habe eine Idee. Sag nicht, dass sie gut ist. Also ich komme doch 100 pro kommen hier Schilde hin, oder? 100%. Das heißt, Asset kann man sich wahrscheinlich einfach sparen. Die Frage ist nur, ob sich das Portable Shield und Lone, die Antwort muss einfach ja sein. So. Aber ich gehe jetzt einen anderen Weg. So, Launch. Also ich glaube, hier darf man jetzt auch investen. Das ist erlaubt. Ich denke, Speed ist hier wichtig. Reichweite gar nicht mal so unbedingt. Ich gebe es einfach mal dem aus Mangel an Zeit. Ich denke, man muss hier auf jeden Fall weiter vorne noch ein bisschen schilden. Ja. Also das ist natürlich Quatsch, der Satellit wird jetzt abgefangen. Ja, meine Schilde waren auch nicht gut offensichtlich. Der Gedanke war richtig, die Ausführung mangelhaft. Mein Gedanke ist halt aber, ich überlasse jetzt seine Raketenabwehr mit den Stormcallern, damit meine Fortresse wieder arbeiten können gegen die Phönixe. Soweit der Plan. Das Asset ist halt eine Riesenkatastrophe, wobei ich bin schon durch, ne, fast. Wenn der jetzt noch stirbt, dann müsste der langsam mal rauslaufen, war die Hoffnung. Das
Okay, aber der Gedanke mit den Raketen war offensichtlich nicht ganz so falsch, weil jetzt überrenne ich ihn gerade, ne? Das sollte es gewesen sein, die Runde. Der Gedanke war zumindest gut. Also ich hätte hier, ich bin eh schon tot, aber ich hätte auch hier nicht gewonnen, dass wenn ich noch gelebt hätte. 1250 Schaden. So, und dann gehen wir in die finale Runde als Tungdil rein. Wir schauen uns an, wie er es gemacht hat. Also ich würde mal schätzen, dass es auch eher ein Loss hier ist für ihn. Aber vielleicht hat er den Crawler Spawn genommen. Und hat sich für Melting Points entschieden. Hat er das Asset antizipiert? Ich hatte sie antizipiert, nur nicht gescheit geschildert. Ich hätte weiter vorne schilden müssen. Er hat auch kaum noch Geld. Ohne Reichweite kann er eigentlich gar nicht spielen, oder? Doch kann er. Weil die eigentlich kann sie ohne Reichweite spielen, ist okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Crawler hier viel machen, ehrlich gesagt. Es ist halt immer, ne, wenn man, es ist halt Meckerbellum, ne, man muss halt spekulieren und wenn man das hier nicht antizipiert, hat man ein Problem. Ich hab's antizipiert, aber nicht gut verhindert, aber dadurch hatte ich zumindest nicht den vollen Effekt. Ich glaube, dass es hier eine Katastrophe wird für Tungdil. Aber wir sehen es gleich. Vielleicht liege ich auch falsch und die Melter sind hier die absolute Antwort. Ich befürchte aber, dass die Phönix zu viel machen werden. Die aber hier anscheinend jetzt auch gar nicht mehr gelevelt wurden. Habe ich jetzt in meinem Game gar nicht drauf geachtet oder in meiner Runde. Also vielleicht liege ich aber falsch. Mal gucken. Und sieht was aus. Sieht gut aus, was Tungdil da macht. Klappt einfach. Ich dachte, ich hätte einen Genius Move gemacht und wie wir sehen können, war mein Ansatz komplett falsch. Die Raketenabwehr überlasten war nicht der Move, sondern einfach gewinnen war der Move. Okay. Ja. Ja, GG. Wir gucken gerade noch kurz aufs Spielfeld. Ja, was das Spiel hier gut zeigt, ist, dass das sinnlose Ausgeben von Reichweite nicht die Lösung sein kann. Also Tungdil hat jetzt hier gar keine Reichweite auf seinen Giants ausgegeben, hat defensiv gespielt mit Fortressen, die natürlich einen extrem hohen Value hatte wegen den ganzen Phönix und hat das Ganze gewonnen. Und liegt mit Sicherheit auch daran, dass er nicht irgendwie in Upgrades investiert haben, die ihm nichts gebracht hätten. Sein Gegner hätte wahrscheinlich wirklich einfach mal die Stormcall auch verkaufen können bei den ganzen Saber-Tools, die es hier gab, ne? Wobei so viel waren es am Ende gar nicht mehr, 3 Stück. Hatte Tungdil auch angefangen zu verkaufen, offensichtlich. Wundert mich auch, dass das hier so überhaupt nichts keine Auswirkung hat, aber er hatte einfach zu viel Spam am Ende. Damit kam also mit zu viel Speed drüber marschiert. Sehr spannend zu sehen. Ja, manchmal muss er aber die Brechstange auspacken und das hat hier geklappt. Die Raketenabwehr ignorieren. Die hat ja auch nicht so hundertprozentig funktioniert, muss man sagen. Vielleicht war es auch vollkommen übertrieben hier mit den Stormcaller. Also offensichtlich war es übertrieben. Und einfach das eigentliche Problem, nicht die War Factory mit ihren guten Stats zu adressieren, war der richtige Call. So. Wir sehen, der Backseater hat wieder verloren. Und zwar richtig hart diesmal. Ich hatte die letzte Runde gerade so gewonnen. Tungdil hat sie grandios gewonnen. Zumindest habe ich eine Runde gewonnen, die er nicht gewonnen hat.
Warte, habe ich die verloren? Ja. Nee, keine Ahnung, im Endeffekt. Also, ich muss sagen, das Format macht Spaß. Würde mich interessieren, ob es euch auch Spaß macht, zu gucken. Tungli ist mit Sicherheit der bessere Spieler, keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, also mich bringt das noch extrem durcheinander, weil man einfach nicht seine Strategie verfolgen kann, durchziehen kann, sondern immer wieder hinterher denken muss. Das verwirrt mich noch ein bisschen, so als kleine Entschuldigung, warum ich hier so relativ katastrophal abgeschnitten habe. Aber naja, ich fand's lustig. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.